Hi, ich bin Kian. Meine Aufgaben sind die Gestaltung der Routen und die Wettkampforganisation. Hi, ich bin Sebastian. Ich bin für die Bauplanung und für die Innenraumgestaltung zuständig. Hi, ich bin der Leonid und meine Aufgaben sind die Öffentlichkeitsarbeit und das Training. Wir sind Team Westblock, genau. Und wir sind Team Westblock. Ich bin Leonid vom Team Westblock. Ich bin 29 Jahre alt, komme ursprünglich aus St. Petersburg in Russland, bin aber seit 16 Jahren schon in Leipzig. Ich bin der Sebastian vom Team Westblock. Ich bin für den Bereich Bau zuständig. Also ich bin Kilian, ich bin mittlerweile 26 Jahre alt und bin gebürtiger Leipziger. Wir sind hier dabei, eine Boulderhalle aufzubauen im Leipziger Westen in der Erich-Zeigner-Allee. Im schönen Stadtteil Plagwitz. Insgesamt ca. 1200 Quadratmeter, also richtig groß, hat sehr hohe Decken. Wir haben 9 bis 11 Meter Höhe von der Halle. Der Westblock wird besonders und ist auch schon besonders, weil er sehr individuell ist. Wir sind auf jeden Fall, wir wollen uns durch Qualität abheben, wir wollen uns ja durch eine sehr persönliche Atmosphäre abheben, wir wollen uns auf jeden Fall auch durch eine angenehme Stimmung beim Bouldern abheben und einfach viel Spaß beim Bouldern vermitteln. Das ist unser größtes Ziel. Der zeitliche Ablauf ist so, dass wir ab jetzt mit den Bauarbeiten beginnen. Als letztes Element kommen dann die Wände rein. Das ist, dauert halt eben in der Vorbereitung für die Firma ein bisschen mehr Zeit. Wird dann hier relativ schnell aufgebaut. Ende Februar, Anfang März werden wir versuchen, die Halle aufmachen zu können und das natürlich dann entsprechend mit einem großen Eröffnungswettkampf. Das Geld von der Crowdfunding-Kampagne soll in einen Trainingsbereich, einen ordentlichen Trainingsbereich und in einen Kinderbereich auch fließen. Wir wollen gerne den Kinderbereich sehr schön, sehr kinderfreundlich gestalten. Wir wollen gerne einen Baum einbauen, Slackline-Elemente, bewegbare Schaukeln, Hängematten. Und der Trainingsbereich soll auf jeden Fall nach Möglichkeit alle Übungen, die man machen kann, boulderspezifisch abdecken. Also auf jeden Fall Campusboards. Eine Systemwand mit verschiedenen Fingerboards, eine Reckstange, Bounce. Wir wollen Ausgleichstraining ermöglichen durch verschiedene Geräte. Wir wollen auf jeden Fall ein Steckbrett einrichten, dass man auch schön die Körperkraft trainieren kann. Wenn ihr uns unterstützt, den Westblock aufzubauen, dann arbeitet ihr auf jeden Fall an einer guten Sache mit und wir werden es hier schaffen, eine schöne Boulderhalle einzubauen, einen Kinderbereich, einen Trainingsbereich dann zu haben, mit dem wir die entsprechenden Sachen zu fördern. Dann gibt es auf jeden Fall auch Gegenleistungen von uns und die sind ganz unterschiedlich aufgebaut, von einem einfachen Tageseintritt bis hin zu Monats-, Halbjahres-, Jahres-, Dreijahres-Abos. Da ist alles dabei, aber auch so Sachen wie Kindergeburtstage oder spezielle Trainerstunden. Ihr könnt quasi euren Trainingsbereich, euren Kinderbereich mitfördern, eure Halle im Westen Leipzigs mitfördern und ein Teil dieser Halle werden. Und ihr helft natürlich dabei, dass wir das Ganze so hochqualitativ wie möglich gestalten. Vielen Dank für eure Unterstützung. Ja, wir als Team Westblock sagen auf Wiedersehen und hoffentlich bis bald. Wir sehen uns beim Bouldern im Westblock. Ja, eure Boulderhalle im Leipziger Westen. Auf jeden Fall. Und nochmal danke für eure Unterstützung. Yeah. Warum denn nochmal? Wir haben danke gesagt. Okay. So ein Scheiß. Wir können so oft danke sagen, liebe Freunde. Der für 50.000 Euro. 3 Wörter, die mir zum Westblock einfallen, sind auf jeden Fall familiär. Dann auf jeden Fall auch Verantwortung und ganz viel Spaß. Familiär, sozial und abwechslungsreich. Interaktiv, gemeinschaftlich und außergewöhnlich.